Hallo liebe Let's Player, liebe Let's Playerinnen, willkommen zum Finale zur Auswertung des ersten Let's Player Vision Song Contests. In wenigen Minuten werden wir sehen, wer hat den ersten Let's Player Vision Song Contest gewonnen. Wer gewinnt den Titel? Der erste Gewinner des Let's Player Vision Song Contests. Als erstes werden wir die Punkte der Jury sehen, wie sie vergeben werden, und danach kommen die wahrscheinlich am schwerwiegendsten Punkte der Zuschauer, die sie in den Kommentaren der Lieder des ersten Let's Play Vision Song Contests geschrieben haben. Viel Spaß wünscht euch Crazy Zocker. Okay, hallo Leute, hiermit sind wir bei der Auswertungsrunde und ja, ich habe hier gerade live am Telefon bei Skype das erste Jurymitglied, der wird sich jetzt mal vorstellen. Ja, ich bin Ben Yossi und ich würde dann jetzt verdammt gerne meine Punkte vergeben. Okay, dann fängt ihr mal langsam mit 1 an und geht hoch bis zu 7 und dann stellt sich heraus, wer keinen Punkt bekommt und wer dann die 7 bekommt. So, also ein Punkt kriegt von mir Sachsen. Sachsen, der Spielprinz. Der zweite Punkt geht an. Der zweite Punkt, oder die zwei Punkte gehen an Nordrhein-Westfalen. Genau, die zwei Punkte, genau. Nordrhein-Westfalen, okay. An wen gehen die drei Punkte? Drei Punkte gehen an Bayern. Bayern, okay. Die vier Punkte? Vier Punkte an Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. So, dann sind wir schon bei der 5. Fünf Punkte an Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein haben wir, Neutronic LP, okay. 6 Punkte. Sechs Punkte an die Schweiz. Die Schweiz, unser Nachbarland. Und die 7 Punkte gehen damit an. Sieben Punkte gehen an Rheinland-Pfalz. An das Dusselchen. Okay. Und damit kriegt Bremen von mir keinen Punkt. Sehr schade, das ist momentan der Zwischenstand, aber es wird sich ja noch viel ändern durch die Zuschauer und auch durch die anderen Jurymitglieder. Ich bedanke mich bei Benny Kein Problem. Usi. Genau, okay. Dann kommen wir gleich zur nächsten Wertung. Ciao. Tschüss. Ja, ich habe das zweite Jurymitglied jetzt am Telefon. Das ist der. Kakaomaker. Jo, das ist das zweite Jurymitglied. Er wird jetzt hier seine Punkte von 1 bis 7 vergeben. Also, ein Punkt An was? Du hast gerade geleckt. an. Oh, fuck. Ein Punkt an Andrew Kasten. An Sachsen. Genau. Zwei Punkte, die gehen an die Pokémon-Welt Das vom ist Düsselchen. Rheinland-Pfalz. Okay, dann das nächste Lied. Drei Punkte an Love Story von Sven. Baden-Württemberg, genau. Vier Punkte an Tribut an einen Waschbären von Nordrhein-Westfalen. genau 5 Punkte an. Du hast wieder geleckt. 5 Punkte an du bist. Ah, du bist Let's Player, okay. Genau. Sorry Leute, aber wenn Internet scheiße ist, dann passiert's was. Okay, 6 Punkte gehen an. Hater von Mega Yaranaika. 6 Punkte an die Schweiz. Und Ich hab dich gerade nicht verstanden, dass du da geleckt. verdammt. 7 Punkte An Bayern. Okay. Damit bekommt dann Bremen 0. Okay, danke für die Wertung. kein Problem. Das Lenken ist kein Problem, das wird uns jeder verzeihen. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Wertung. Ciao, Kakaomaker. Ciao. So Leute, weiter geht's mit der dritten Jurywertung von. Marshall Racer. So, er gibt jetzt seine Punkte 1 bis 7 und mal sehen, wie der Stand na danach ist. Ein Punkt gibt's für Sachsen. Sachsen, ein Punkt. Zwei Punkte gehen an Bayern. Bayern, 2 Punkte mit dem Hasenmann. Drei Punkte gehen an Baden-Württemberg. 3 Punkte Baden-Württemberg.
4 Punkte für die Nummer 4, Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, 4 Punkte. 5 Punkte gibt's für die Schweiz. Die Schweiz, 5 Punkte. 6 Punkte gehen an Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, 6 Punkte. Und wer wird die 7 Punkte bekommen? Tja, die 7 Punkte gehen an die überragende Pfalz. Die überragende Pfalz. Okay, dann bekommt Bremen leider 0 Punkte. So, das war Jurymitglied 3. Wir sehen uns gleich mit Jurymitglied 4 wieder. Danke, Marshall Racer, für die Wertung. Ciao. 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 So, Leute, weiter geht's mit Jurymitglied 4. Das ist... Lauri Superfly. Ja, das erste weibliche Jurymitglied und damit vergibt sie dann mal ihre Punkte 1 bis 7. Also, mein erster Punkt geht einfach mal an Bremen. Bremen. Die 2 Punkte an Rheinland-Pfalz. 2 Punkte Rheinland-Pfalz, Dusselchen. Die 3 Punkte gehen an Sachsen. 3 Punkte an Sachsen. An NRW gehen die 4 Punkte. 4 Punkte an Nordrhein-Westfalen. Die 5 Punkte kriegt Bayern. Bayern kriegt hier mit 5 Punkte. Die Schweiz die 6 Punkte. 6, und jetzt sind wir gespannt. Wer kriegt die 7 Punkte? Die 7 Punkte kriegt Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg damit keinen. 7 Punkte an Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg 0. Okay. Dann sehen wir es gleich mit dem 5. Jurymitglied wieder. Danke für deine Wertung. Bis dann. So, hier ist das 5. Jurymitglied jetzt mit mir am Telefon. Das ist der... Raindrops LP. Genau. Okay, er wird jetzt seine Punkte 1 bis 7 vergeben. Und ja, mal sehen, wie sich dann der Stand der Punkte verändern wird. Genau. Also, Platz 7 und somit von mir einen Punkt bekommen hat Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, ein Punkt. Du musst mir immer sagen, wenn du soweit bist. Ja, ne? Ja, ja, ich sag einfach, dann du kannst dann schon so. Du musst nicht so lange warten. Ach so, okay. So, Platz 6 ist Nordrhein-Westfalen und bekommt deshalb 2 Punkte. Tribut in einen Waschbären, 2 Punkte. Gut, dann machst du mal die 3 Punkte. Ja, die 3 Punkte sind bei mir Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Okay. Mhm. So, Platz 4, Rheinland-Pfalz. Das war, glaube ich, Dusselchen. Ja, das war Dusselchen. Von mir 4 Punkte. 4 Punkte. Okay. So, Mr. Green Iron auf Platz 3 bekommt 5 Punkte. Also Bremen. 5 Punkte an Bremen. Ja. So, dann mega, 6 Punkte. Ja, mega Jaranaika. 6 Punkte Schweiz. 6 Punkte in die Schweiz. So, wer wird die 7 Punkte bekommen? Ja. Bayern oder Sachsen? Da sind wir jetzt gespannt. Erleuchte uns. Das wird Bayern bekommen. Der Hasenmann. Genau. Damit bekommen leider diese Runde von diesem Jurymitglied Sachsen 0 Punkte, aber es kann sich ja noch einiges ändern durch die Zuschauer und durch die letzten 3 Jurymitglieder dann. Dann bedanke ich mich bei dir, Raindrops. Ja, bitte sehr. Ciao. Ciao. So Leute, wir sind bei der 6. Jurywertung angekommen inzwischen und das ist der... Good Goose Back. Ja, der Good Goose Back und der wird jetzt seine Punkte 1 bis 7 hier vorlesen. Also Leute, dann seid gespannt. Den einen Punkt bekommt von mir das 2. Lied. Das ist Bremen, die da dumm. Genau. 2 Punkte bekommt von mir das 4. Lied. Das 4. Lied, das war Nordrhein-Westfalen. Und meine Maus spinnt gerade rum, deswegen muss ich... Okay, Entschuldigung Leute, das dauert jetzt ein bisschen länger, weil da muss ich hier mit dem... Nein, 4. Nee, Quatsch. 2. Okay, ja. So, okay, weiter. Okay, 3 Punkte bekommt von mir das letzte Lied, das war das 8. Baden-Württemberg. Mhm, bekommt leider von mir nur 3 Punkte. Obwohl ich selber aus Baden-Württemberg komme, aber naja, dann ist wenigstens bewiesen, dass ich unparteiisch bin. Ja, okay. Gut, dann geht's weiter mit 4 Punkte bekommt von mir das 6. Lied. Das war Rheinland-Pfalz, das Dusselchen. Genau. Dann geht's weiter mit den 5 Punkten bekommt von mir das 7. Lied. Das ist Schleswig-Holstein. Ja,
6 Punkte war das fünfte Lied. Das ist die Schweiz, unser Nachbarland. Und mein Top-Favorit Nummer 1 mit 7 Punkte war das dritte Lied. Das hieß, glaube ich, sogar Hasenmann oder sowas. Ja, das ist Bayern. Erstaunlich gut bis jetzt abgeschnitten. Und deshalb bekommt leider das erste Lied von mir 0 Punkte. Sachsen leider 0 Punkte, aber es kann sich noch alles ändern. Danke, Gutko, für deine Wertung. Kein Problem. Dann sehen wir uns gleich bei... Ja, danke. Dann sehen wir uns gleich bei Jury 7 wieder und dann sage ich Tschüss, Gutko. Ciao, ciao. Okay, wir sind jetzt bei der 7. Jury-Wertung und das ist der... Florian, hallo, ich bin Let's Player und freue mich als Juror beim allerersten Let's Player Vision Song Contest teilnehmen zu dürfen. Ja, das sind doch mal wahre Worte und dann vergibt er jetzt erstmal seine Punkte 1 bis 7 und dann werden wir sehen, wer von ihm leider keinen Punkt bekommen konnte. Okay, also der erste Punkt geht an Bremen. Bremen, das war Mr. Green Aaron mit Die der Dumm. Okay, weiter. Genau. Der zweite Punkt geht an... Also die 2 Punkte gehen an... Ja, genau. Die gehen an Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Okay. Weiter. 3 Punkte gehen an Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, das längste Lied. Okay. 4 Punkte gehen an Dusselchen für Rheinland-Pfalz. Dusselchen, Rheinland-Pfalz. 4 Punkte. Okay, 5 Points. Goes to Sachsen. 5 Points go to Sachsen. Oder auch 5 Punkte goes to. Genau. Okay. Jetzt wird's nochmal spannend. 6 Punkte gehen an Bayern. Bayern, 6 Punkte. Der Hasenmann. Und die 7 Punkte. Finally, 7 Points goes to. Switzerland. Ja, die Schweiz. Freunde, die Nachbarn. Die 7 Punkte endlich. Okay, dann kriegen Baden-Württemberg leider keinen Punkt von dir. Okay, dann danke ich dir, dass du das ein Jurymitglied warst. Bis dann. Genau. Okay, und wir sehen uns gleich beim 8. Jurymitglied. So, dann sind wir schon beim 8. und damit letzten Jurymitglied angekommen. Das ist der... Jano Carozzuno. Jano Carozzuno. Okay. Dann vergibst du mal deine Punkte 1 bis 7. Mal sehen, was sich da jetzt am Punktestand ändern wird. Okay, ich vergebe den ersten Punkt an Bremen. Das war Die da Dumm, Mr. Green Iron. Wer kennt das nicht mehr? So, den zweiten Punkt an Nordrhein-Westfalen. Also die 2 Punkte an Nordrhein-Westfalen, ja. Okay, weiter. Die 3 Punkte an Bayern. 3 Punkte an den Hasenmann. Die 4 Punkte gehen an die Schweiz. 4 Punkte an die Schweiz. 5 Punkte an Sachsen. 5 Punkte an Sachsen. Das ist doch auch mal was Schönes. Dann 6 Punkte an Schleswig-Holstein. 6 Punkte an Schleswig-Holstein. Und die 7 Punkte gehen an... Und die 7 Punkte gehen an... Rheinland-Pfalz. Wer hätte es erwartet? Rheinland-Pfalz 7 Punkte. Okay, dann kriegt damit von dir Baden-Württemberg leider 0 Punkte. Genau. Damit haben wir hier den Stand von den Jurymitgliedern, aber es wird sich gleich noch einiges ändern, wenn die Stimmen von den Zuschauern gezählt wurden. Die trage ich dann ein und dann werden wir zusammen den Sieger sehen. Und ich sage jetzt mal Tschüss, Jurymitglied 8, Jano. Tschüss. Danke, dass du Jurymitglied warst. So sieht das Ergebnis momentan nach den 8 Jurywertungen aus. Wir werden die momentan Top 3 jetzt hören und danach kommen wir zur Zuschauerwertung. Wow, 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 wow. Und wenn du es tust, mit Fragen bombardiert. Du bist Let's Player, hip, hip, hurra. Dein Traum, der wird heute wahr. Und dass es nicht für dich ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach dem Laptop, du bist bereit. Ich bin der Wuschelmann, weil ich rumwuscheln kann. Ich bin der Hoppelmann, weil ich rumhoppeln kann. Ich bin der Hasenmann, weil ich rumhasen kann. Ich hasen kann.
und kuscheln kann. Ich habe Level O. Die haben sicher kein Leben, ja, haha, oder wenn schon, ja, nee, ist klar. Es geht drum, den Contest zu gewinnen. Darum würde ich jetzt auch weiter singen. Wir halten zusammen, egal was passiert, denn zusammen bekämpfen wir die dummen Hater. So, Leute, der Let's Play Vision Song Contest, der erste Let's Play Vision Song Contest, nähert sich dem Ende. Ich habe die Kommentare der Zuschauer, die Zuschauerergebnisse komplett ausgezählt. Es war lange harte Arbeit, aber endlich ist das Ergebnis da. Es ist ein sehr knappes und spannendes Ergebnis. Ihr werdet das gleich selbst miterleben, wie das Ergebnis ausfallen wird. Es sind verschieden viele Punkte an die verschiedensten Lieder gegangen. Manchmal hat das nicht ganz mit der Jurywertung übereingestimmt, aber das ist die Meinung der Zuschauer, das andere war die Meinung der Jurymitglieder. Es kann sich nun noch viel ändern und das Ergebnis kann ganz anders aussehen, als es momentan aussieht. So, jetzt wird es ernst. Die wenigsten Stimmen von den Zuschauern hat bekommen Nordrhein-Westfalen und es waren an der Zahl bloß leider 4 Stimmen. Damit ist Rheinland-Pfalz momentan als erster, der die Zuschauerwertung bekommt, 5. Nun, die zweitwenigsten Zuschauerstimmen hat bekommen Sachsen. Und es waren an der Zahl 11 Stück. Das war Banjo-Kazooie vom Spiel. So, die drittwenigsten Zuschauerstimmen hat bekommen Baden-Württemberg und es waren 12 Stück. Damit ist Baden-Württemberg knapp unter Sachsen. Team Epic ist unter Sachsen gelandet. Dann, jetzt kann ich sagen, die 5. meisten Zuschauerstimmen hat bekommen Bremen, Giederdum von Mr. Green Iron und es waren insgesamt ganze 19 Zuschauer, upsala, ganze 19 Zuschauerstimmen. Glückwunsch an Mr. Green Iron. Daran sieht man, dass mal wieder die Jury sind auch nur Menschen, sie haben einen anderen Geschmack als die Zuschauer. Die viertmeisten Stimmen hat Bayern und es sind leider weniger, als die Jury vergeben hat. Es sind 21 Punkte. Glückwunsch an Bayern an dieser Stelle trotzdem. Nun sind wir schon auf dem Treppchen, auf dem Siegertreppchen der Zuschauerstimmen. Die drittmeisten Zuschauerstimmen hat bekommen. Diese Stimmen werden sich schon sehr weit von Bayern, von den Zuschauerstimmen, die Bayern erhalten hat, abheben. Die drittmeisten Zuschauerstimmen hat bekommen die Schweiz und es waren insgesamt 37 Stimmen. Das sind ziemlich viele. Damit kommt Mega Jaranaika auf 83 Punkte. Nun sind wir gespannt. Die zweitmeisten Stimmen von den Zuschauern hat bekommen Rheinland-Pfalz. Es waren 42 Stimmen. Damit ist sie momentan, ist Dusselchen mit der Pokémon-Welt momentan auf dem zweiten Platz mit 79 Punkten. So Leute, nun kommt die letzte und damit alles entscheidende Wertung. Ihr habt gewotet für 8 Teilnehmer. Ihr habt schon die ersten Ergebnisse, wer letzter geworden ist, wer sechster werden musste. Wir haben 2 Sechstplatzierte. Glückwunsch da an Sachsen und an Nordrhein-Westfalen. Bremen 5. Dann haben wir noch momentan Schleswig-Holstein 4. Dann haben wir
Bayern Dritter mit 61 Punkten. Danach haben wir Düsselchen mit 79 Punkten Zweiter und Schweiz momentan noch führend mit 83 Punkten. Aber wird Schweiz noch weiterführen nach dieser Wertung? Oder hat Schleswig-Holstein vielleicht den ersten Let's Player Vision Song Contest mit seinem Lied Du bist Let's Player gewonnen? Klar ist, dass die letzte Zuschauerwertung die meisten Zuschauer haben für Schleswig-Holstein gestimmt. Und wie viele Stimmen waren es wirklich? Es waren insgesamt 43 Stimmen und damit hat die Schweiz gewonnen mit dem Song Hater. Mega Jaraneika ist der Gewinner des ersten Let's Player Vision Song Contests. Glückwunsch an dich, Mega Jaraneika, mit 83 Punkten. Es war wirklich sehr knapp, wie ich es schon gesagt hatte. Das Lied Hater von Mega Jaraneika aus der Schweiz wurde als Favorit von den Zuschauern sowohl mit den Jurymitgliedern insgesamt gewählt. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Gewählt und ja, damit hat er den Titel der erste Let's Player Vision Song Contest Gewinner. Und damit hören wir jetzt nochmal sein Lied, Hater. Damit verabschiede ich mich vom ersten Let's Player Vision Song Contest. Ich war Crazy Zocker, ich bin immer noch Crazy Zocker, aber das war Crazy Zocker mit dem ersten Let's Player Vision Song Contest. Wir werden uns wahrscheinlich beim zweiten sehen, hoffe ich doch, denn der wird demnächst irgendwann sein. Es werden bald ein Anmeldevideo hochgeladen mit genaueren Regeln. Und jetzt nochmal, das Lied von der Schweiz. Glückwunsch an dich, Mega Jaraneika, und auch an die Zweit- und Drittplatzierten und an alle Teilnehmer. Danke, dass ihr mitgemacht habt und an euch. Danke, dass ihr abgestimmt habt. Danke an die Jurymitglieder, danke an euch alle. Bis dann, ciao. Let's Play zu sein, das macht wirklich Spaß. Darum mit dir jetzt auch noch was von mir. Das ist doch cool, oder nicht? Hey, du da hinten, halt's Maul, du Arschgesicht! Ich erzähl euch jetzt mal etwas über die Hater. Die haben ja viel Spaß dran, nur zu nerven und zu kritisieren. Aber die sollen sich mal lieber schön kastrieren. Die haben sicher kein Leben, ja, haha, oder wenn schon, ja, nee, ist klar. Es geht drum, den Contest zu gewinnen. Darum würde ich jetzt auch weiter singen. Wir halten zusammen, egal was passiert, denn zusammen bekämpfen wir die dummen Hater. Ja, 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 ja. Ja, das wäre jetzt auch schon eigentlich alles. Ich mach lieber fertig, sonst knallt's. Und nie vergessen, allein werdet ihr niemals sein.